Ich war letztens auf einem Treffen mit ein paar Zauberkollegen und dort hat mich einer nach Pieces gefragt. Ich konnte nichts dazu sagen und habe gesagt, ich schaue es mir an und jetzt schauen wir es uns gemeinsam an. Ich habe überhaupt keine Ahnung, es scheint ein recht professionelles Gimmick zu sein und recht gut für Firmen feiern. Mehr weiß ich darüber tatsächlich selber nicht. Also schauen wir mal gemeinsam rein. Es kommt offensichtlich in einem hochwertigen Koffer. Agent, we have a celebrity photos and we cut them into pieces. For head, Okay. eyes, nose and mouth. And then we ask the audience to take a random piece from each face part. Close your eyes. Please name number between 1, 2 or 3. And the result is a mess. There's only 2% chance that anyone can get it right. But somehow the Okay, also wir haben diese Stücke von einem Gesicht in so Bauteilen und man wählt aus. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie. Also er hat ja drei Stück hier. Ah, okay, er hat immer dreimal Mund, dreimal Nase und man wählt immer aus. number between 1, 2 or 3. And the result is a mess. There's only 2% chance that anyone can get it right. But somehow, the pieces that audience pick are the only pieces with the secret picture behind it. The rest unchosen is blank. Congratulations, you did it. You know why? Because the other pieces that you don't pick, it's all empty in the bank. Oh, okay. Also das heißt, alle nicht Ausgewählten sind auf der Rückseite schwarz und die Ausgewählten sind auf der Rückseite bedruckt. But you somehow managed to pick four pieces with a complete celebrity face. Ah, genau, das war die Sache, ja. Und dann ist das im Prinzip eure, nennen wir es VIP-Person, der Chef. Der Bräutigam, wenn man das auf einer Hochzeit performen möchte. Die Schwiegermutter, wenn man das auf einer Hochzeit performen möchte. Congratulations. It's perfect for corporate event, parlor or stage. It's so easy to perform. Okay. Also der Plot ist da, die Überraschung ist da. Ich wäre jetzt nur unheimlich auf das Skript gespannt. You don't have to memorize any particular pattern that might get you confused. No force, no flap and no switch. We will use exactly what the audience pick. This is Pieces by Adrian Martinez and August Chee. Okay. Eine coole Idee auf jeden Fall. Sehe ich jetzt zum ersten Mal so als Effekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wäre jetzt nur auf das Skript gespannt, beziehungsweise man müsste sich da vielleicht hinsetzen und ein bisschen selber brainstormen, damit man einen coolen Plot hat. Aber es ist natürlich eine der Dinge, die super sind für Firmen, deswegen kam der Tipp auch schon nicht her, weil es halt super individualisierbar ist. Es ist immer besser auf Firmen oder vielleicht verkauft man das ja unter Umständen sogar direkt so bei Firmenfeiern, dass man die Effekte anpasst auf die jeweilige Firma, auf die Produkte, auf die Dienstleistungen. Und da ist sowas natürlich eine schöne Sache, wenn man da eine Person dann in einem coolen Skript mit einer coolen Routine so in Szene als Überraschungsplot einbauen kann. Sehr cool. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen teurer. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir uns mehr so Geheimtipp-Sachen anschauen sollen oder lieber die fancy, krassen Trailer, die überall viral gehen und die Lupe nehmen sollen. Würde mich ja interessieren. Ich finde sowas immer sehr spannend. Ich werde es mal auf die Liste setzen, mal mit Magic Shop reden, ob sie es rankriegen. Das heißt, wir es vielleicht für eine Review rankriegen. Wäre schon interessant. Wäre schon interessant. Auch da gerne immer, wenn ihr was reviewed haben wollt von den Previews hier, gerne in die Kommentare. So, das soll es für die Woche gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Review oder Preview. In diesem Sinne, bleibt da magisch.